Ein wichtiges Video für alle, die Legende erreichen wollen oder vielleicht Experte für das Outfit. Ich werde mich vermutlich bald entscheiden. Wir hatten ja nun auch den Community Day mit Morlord und mit Zoelord. Das wird vermutlich nicht jeder spielen, aber viele werden das spielen. Ich wollte eigentlich auch mit Akub, doch wenn alle dann die Schlammjungen haben, na, gegen Morlord verliert man eher, gegen Zoelord verliert man vermutlich hammerhart, dachte ich mir, Akub scheidet schon mal aus. Na und nun, na, habe ich hier vom Rang 1 Spieler weltweit. Ja, komplett basic. Meditalis und Schlurp sind drin. Werdet ihr hassen, aber man will keinen Preis gewinnen für eine Kreativität, sondern wir wollen Punkte. Und Skorgler wäre dabei. Ich habe mir auch überlegt mit Sondama, weil er stark ist. Muntier, da habe ich ein paar Teams gefunden. Ne, Landtouren haben bestimmt auch viele. Doch die drei werden es vermutlich mal. Also wovon spreche ich? Hier haben wir dann noch eine Woche Hyperliga und Elektro-Cup und danach Fun-Cup. Und das ist hier kein Fehler oder Bug, nur den Fun-Cup. Und vor allem immer in den letzten Tagen, letzten Wochen, da sind die Punkte im Umlauf und man kann am einfachsten aufsteigen. Von daher, Fun-Cup Road to Legend wird starten, wird dort vermutlich nicht enden und danach mache ich das in der Meisterliga fertig oder ich versuche es eben. Und ja, dass man davor vielleicht noch ein kleines bisschen übt. Ich meine, heute noch ein Tag Superliga, aber das wäre das Team. Zoelord habe ich mich echt verliebt, würde ich auch gerne spielen eigentlich, doch ich glaube, das wird jeder spielen und dann so bedenken, okay, Moment mal, das spielt jeder, dann kontern wir das einfach hammerhart. Keine Ahnung. Er wollte, okay, das ist schon mal gut. Das sind wirklich eigentlich die übertriebensten starken Pokémon. Aber ich bin eigentlich, ich fühle mich wohler mit Pokémon, die keiner kennt oder die man nicht so kennt, wo man nicht so darauf vorbereitet ist, wenn ich ehrlich bin. Genau, so. Hier bleiben wir einfach mal drin. Ich werde heute versuchen, dass ich mich ein bisschen konzentriere auch. Das ist schon mal bitter. Das ist schon mal bitter und ein heftig deftiger Köder. Dann machen wir den und dann gehe ich in mein eigenes Meditalis vermutlich. Kann eventuell runterfarmen. Genau, dieses Meditalis ist ein 100er. Ich habe in der Go-Kampfliga noch nie mit irgendeinem Meditalis gespielt, außer mit dem 100er, glaube ich. Und da hätte ich, das habe ich gesagt bei dem einen Event, wo Mediti unendlich oft aufgetaucht ist, da habe ich gesagt, hey, wer mit uns dann am Ende Fun Cup und so weiter machen möchte, holt euch eventuell ein paar Mediti, hebt die mal auf. Ihr müsst die ja noch nicht bauen jetzt, auch wenn es nur noch eine Woche ist. Noch nicht bauen, Verteidigung sinkt. Aber immerhin ist so gut geschildert. Erreiche ich noch? So. Und bei Mediti, oder eben Meditalis dann, habe ich mir eines mit PvP-IV aufgehoben. Da bin ich dann gar nicht so ultra traurig darüber. Oder was heißt ultra traurig? Aber da ist es keine Verschwendung, dass ich ein Pokémon nur für den Fun Cup pushe. Also, kleine Erklärung noch. Eine Fun Cup bedeutet nur Pokémon, die man in dieser aktuellen Season gefangen hat. So, ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall gewonnen. Aber hier sollte man auf Schaufler gehen. Beide Attacken neutral, aber Schaufler dürfte mehr Schaden verursachen. Ja. Genau, also nur Pokémon, die man in dieser Season gefangen hat. Und natürlich will man nicht komplett alle Pokémon, die man sowieso schon hat, neu bauen. Aber Meditalis finde ich für mich nicht schlimm. Dann habe ich endlich mal eines mit PvP-IV. Obwohl ich echt das 100er auch nicht schlimm finde. Da gewinne ich immer die Gleichstände gegen andere Meditalis. Außer die haben noch mehr Angriff. Ja. Also ich habe die Pokémon auch noch nicht gebaut. Das sind eben noch nicht die. Eine Skorgler bekommt man für 5 großartige Würfe bei der Feldforschung.
Na und? Schlurp taucht ohne Event echt oft auf in der Wildnis oder auch mit einer Feldforschung, nämlich fange 15 unterschiedliche Arten von Pokémon. Da könnte man die auch noch bekommen. Und vor allem, wenn ihr die drei Pokémon noch nicht gebaut habt, dann wirklich gut. Also, dann könnt ihr da ordentlich zuschlagen, würde ich mal sagen. Das hat schon mal nicht geklappt, aber doch. Boah, da würde ich echt schilden, weil das ist garantiert kein Köder dann. Aber Schlupp ist hier so defensiv. Okay. Griffeld ist. Na gut. Also vielleicht wollte mir noch irgendwie das Team ausreden oder sagen, nein, spiel das nicht. Da werden alle dagegen vorbereitet sein. Ich meine, man muss bedenken, der Fun Cup ist nicht die normale Superliga. Da werden vielleicht andere Pokémon, da werden garantiert andere Pokémon am Start sein. Weil beispielsweise wird da garantiert niemand einen Deoxys haben oder so. Bolterus wüsste ich auch nicht. Ist irgendwo Schilterus? Naja, wir haben mittlerweile Krypto-Schilterus. Ne, könnte schon sein, dass es jemand hat. Aber eventuell, weil andere Pokémon am Start sind, wäre dadurch Medital ist gar nicht so brauchbar oder die ist gar nicht so brauchbar, das gar nicht so brauchbar. Also schwierig, weil man pusht dann ein Team und dann will man eigentlich bei dem auch bleiben, oder? Weiß ich nicht. So. Aber das wäre mal der Plan. Ich weiß, übertriebenes Team. Und eventuell langweilig für die Top-Spieler, die das den ganzen Tag nur noch sehen bei ihren Gegnern. Aber wir wollen ja auch Punkte aufsteigen, oder? Und man bekommt nicht mehr Punkte, wenn man irgendein abwechslungsreiches Pokémon nimmt. Klar macht es mehr Spaß. Aber hier drücken wir den und dann hauen wir ab. Bei Squagla könnte man natürlich auch noch überlegen, Kryptovariante oder nicht. Ich glaube, die sind beide auf einer Stufe so in etwa. Manche mögen eher dieses Pokémon, weil sie da andere Matchups gewinnen. Ich muss irgendwann schon mal schilden. Ich hoffe nicht Surfer. Okay. Da habe ich gut gehofft. Okay. Aber wieso bleibt der Gegner da eigentlich vorne drin? Bei ABB gegen Charm. Muss man da nicht irgendwie rausgehen oder so? Offenbar nicht. Dann, genau. Sierra. Oh, stimmt. Sierra hat ja mittlerweile Zubiris am Start. Könnte man auch im Fang Cup dann einfach holen. Weil da will man ein Erlöstes haben. Das will man dann erlösen. Und ja, da weiß ich nicht. Das kann, glaube ich, nicht mehr klappen. Also, da will man dann bestimmt ein Erlöstes haben. Garantiert möchte man eines haben. Ich meine, Krypto-Variante könnte man auch spielen. Aber nein, könnte man nicht spielen, weil man Frustration nicht mehr wegbekommt. Vielleicht schildert er ja nicht, aber das wird vermutlich sowieso nicht besiegen. Ja, ich bin schon gespannt. Ich meine, wenn man kein Team hat, dann kann man eine Woche lang nicht spielen. Von daher, irgendwas werde ich und möchte ich sowieso bauen. Und vielleicht denken aber auch viele Leute so, okay, ich werde aber nicht 9 Sterne-Shop ausgeben. Vor allem die Top-Leute, die schon alles gepusht haben, denken sich vielleicht, ja, dann nehme ich einfach die Community-Day-Pokémon, weil die hatte ich noch nicht, die sind neu und Zoeload verwendet dann jeder und Akub eventuell auch in der Art. Und dass man da irgendwie schon einen Schritt weiter geht und denkt, dass man versucht, irgendwie die Pokémon, die vermutlich oft auftauchen werden, auszutricksen. So, das war, glaube ich, nicht abgefangen, irgendwie Aeroas. Und ich schilde schon mal die Flora-Statue, weil danach kommen die Köder reingeflattert. Ne, genau. Und ich hätte auch so einen shiny Squagla, nicht mit guten PvP-EV, aber das wäre mir egal, der shiny kommt relativ gut. Ich glaube, Punkt genau auf 1500 WP.
auch frisch vom Fun Cup. Habe ich im Stadtpark gefangen bei Nacht, habe ich irgendwann mal in ein Video reingeschnitten. Ich bin im Gelben. Okay. Das war knapp. Immerhin. Da kommt ein Schild, dann schilde ich nicht, weil das ist nun Aeros, wissen wir alle. Ich muss auch mal Glück haben bei den Schilden und bei den Nichtschilden. Das war auf jeden Fall mal kein Glück bei den Schilden und bei den Nichtschilden. Schade, 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 schade. Ja gut, aber ich habe einen Schildvorteil. Wir haben einen Schildvorteil. Serpi Royal könnte man auch haben und bekommen. Okay. Da bin ich sowieso irgendwie froh. Wird er mit Timing drücken, glaubt ihr, oder mit schlechtem Timing? Eisstrahl. Nein, kein Eisstrahl. Kein Eisstrahl, schade. Dann wird das nun knifflig. Ich hätte nicht versuchen sollen, abzufangen. Den Eisstrahl hätte ich viel lieber gehabt. Den Eisstrahl hätte ich viel lieber gehabt. Der hat auf jeden Fall eine Attacke gebunkert. Na so. Genau, war Meryl irgendwann mal? Hatten wir nicht... Genau, wir hatten den Hatch Day. Den Brüttag. Mit... Naja, nun kann ich nicht farmen und er kann noch farmen. War vielleicht nicht sonderlich schlau so, aber dann hätte er eine Attacke geschafft und mich drüben abgeschwächt. Weiß ich auch nicht. Nein, er schafft ja noch. Das hat er noch ultra viel. Eventuell haben wir Glück und er hat nicht Eisstrahl. Das wird, glaube ich, richtig knapp. Er hat Eisstrahl. Aber er hat gutes Timing gemacht und deshalb konnte ich davor nicht abfangen. Genau, worüber habe ich geredet? Squagler habe ich. Genau, Meryl, Schlüpftag war am Start. Okay. Das war knapp, obwohl ich hammerhart die Führung eigentlich gewonnen habe. Ja, also wir befinden uns noch nicht im Fun Cup. Man wird da vermutlich auf andere Pokémon treffen. Oder genauso, klar, Onix kann man auch bekommen, aber wird jemand ein Stalos bauen? Lantern würde ich viele erwarten, weil wir auch aktuell sogar in dem Event Lampi ohne Ende haben. Also Lantern könnte ich mir gut vorstellen. Suelord, okay. Genau, und die würde ich auch viel erwarten. Und da gewinnt man mit Squagler eigentlich sehr gut. Und ich hoffe, dass ich dieses Matchup eigentlich auch... Okay, das war schon mal wichtig und richtig, dass ich die Attacke vor einem eventuellen Eissturmköder rausbekomme. Weil ich glaube, Schlagbohrer macht schon viel mehr. Aber ich befürchte, ich muss einmal schilden. Ich kann gerade die Defensive... Okay, Eissturm. Eissturm, Eissturm, Eissturm. Wir schilden nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, perfekt. Ich meine, bei Schlagbohrer war ich mir unsicher. Hätte ich Schlagbohrer noch überlebt, aber nun kann... Ich habe überlegt, auf welche Attacke ich gehe. Also Elord kann nun ordentlich Energie auftanken. Aber ich lasse mich hier runterfarmen. Ja, ich hätte Doppel-Eishieb machen sollen. Ich dachte, ich würde Psychokinese und Eishieb schaffen. Okay, aber hier wird noch Energie ausgegeben. Jo, die macht nicht viel, aber mit Gruppenarbeit schafft man das schon irgendwie. Also hier ein wenig Vorarbeit und dann gehe ich immer nur auf Body Slam. Nicht auf Blattgeißel. Und ich schilde die erste. Wichtig und richtig. Nun schilde ich nicht mehr. Nun schilde ich nicht mehr und ich glaube, das haben wir. Und vor allem auch, also Schlurp. Relativ neutral, je nach Schilden gegen Suelord. Meditalis,
kommt auch echt gut dagegen an. Und vorne gewinne ich hart gegen Zueluart. Vorne würde ich... Ja, genau, das dachte ich mir nämlich. Vorne würde ich dann aber... Ne, gegen... Oder Skorgler würde gegen Nassschweif-Morlord verlieren. Das werden bestimmt auch einige spielen. Aber gegen Morlord gewinnt Schlurp ordentlich mit Blattgeißel und... Ja, Medital ist auch nicht verkehrt dagegen, von daher... Wenn man, ich meine, man darf nicht nur auf diesen einen Community Day so fokussiert sein. Aber ja, der wird schon eine Rolle spielen, vermutlich. Hatten wir auch? Nein, Moment mal. Quajutsu hatten wir nicht. Nein. Das war davor. Glaube ich. Jo. Das war auf jeden Fall davor. Ich meine, könnte man auch haben. Aber für solche Pokémon muss man dann eine Top-TM ausgeben. Genau, ein weiterer Vorteil von dem Team, keine Top-TM. Ich verlange da echt nicht viel von euch. Also was heißt von euch? Aber einfach, ich werde dann viele Videos vermutlich machen, wenn mir irgendein Team gefällt. Vielleicht mit diesem hier. Dann könnt ihr das alle nachmachen und dann spielen wir so ein bisschen in dieser Woche. Hier keine Top-TM oder irgendeinen Quatsch. Bleibt man hier drin? Ich weiß es gar nicht. Ich würde vielleicht gerne dann in Schlurp rein. Die Attacke und Abfahrt in Schlurp. Okay, hier noch Energie. Boah, dann vielleicht die Rückkehr, die würde sich schon lohnen. Wenn ich die Schilder, ja. Boah, aber nicht mal gelber Bereich. Hätte sich doch nicht gelohnt, weil eine Flora-Statue bestimmt auch schon genug macht. Aber, oh Moment mal, das ist wieder das Team. Alolas und Dama hinten, dann haben wir gewonnen, oder? 8. Das war gierig, oder ist es dein Plan? Eigentlich könnte ich schilden und dann gewinnen. Wenn der Schleck ankommt, aber da bin ich mir nicht sicher. Von daher nehmen wir mal den Schildvorteil. Wenn es wirklich Alola Sandama ist, dann wirst du vermutlich damit reinkommen. Und von daher brauche ich das Ding vielleicht nicht mehr. Wow, geone-shotted? Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich bin doch nicht Krypto. Einfach geone-shotted. Es war Alola Sandama. Gut, wiederschauen und reingehauen. Ich meine, Zubiris war auch noch da, aber das kann ich mit Kontern einfach runterfarmen. Wiederschauen. Ne, und reingehauen. Ach ja, genau. Und die Pokémon, die es hier bei der PvP-Belohnung gibt, könnte man auch noch ver... Habt ihr den grünen Kreis gesehen? Und Panzeran so, heute nicht. Tschüss. Tschüss, Eli, nicht mit mir heute. Wir haben halt gar keinen Bock darauf. Schauen wir mal, welche PvP-Belohnungen haben wir hier? Oh, Rokara, stimmt. Aber ich glaube, Rokara werden nicht... Ich weiß nicht, ich bin schon echt gespannt. Bin gespannt wie ein Bogen. Aber so, mit den drei Pokémon, auch in einer anderen Reihenfolge eventuell, kann man wirklich nicht viel falsch machen. Die sind das aktuelle, langweilige Meta. Und da kann sogar ich mal ein paar Punkte locker, flockig auf Lock generieren. Joa. Überlegt, keine Ahnung. Könnt ihr euch erholen. Diese Pokémon. Ich sag's ein bisschen davor. Dass ihr nicht dann überrascht seid, wenn der Funcup ist. So Hilfe, das hat mir ja keiner gesagt. Was ist denn da los? Cresselia beispielsweise wird's vermutlich nicht geben. Das wird garantiert niemand spielen können, oder? Kann man das irgendwo, wenn man sich so aufgehoben hat? Keine Ahnung. Boah, ich fühle eine... Ich sehe einen Seher. Fühle ich irgendwie stark gerade. Ich habe ganz große Schmerzen. Egal welche Attacken du hast, wie so Strauchler. Okay, du machst einfach direkt so. Du hast nur eine Attacke. Du hast nur eine Attacke. Da war noch nicht genügend Sternenstaub da.
Für noch eine Ladeattacke. Mach nun nicht irgendwie Mondgewalt oder Seher, der mich besiegt. Dann weine ich. Ich calle, du hast nur eine Attacke, ja. Komm schon. Komm schon, okay. Blind. Ah! Schlurpidi-Burpidi. Da hätte ich eventuell... Lebe ich noch, oder war das der Schlecker? Ah, ich hätte vielleicht Back-to-Back je nach Niantic Internet geschafft. Oh, sogar geschildert. Okay, das ist ja perfekt. Das ist ja gerade wirklich perfekt. Gut. Das ist ja gerade wirklich perfekt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. So. Wir machen den. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was da noch hinten ist, aber eventuell ein Counter-Pokémon. Von daher, das wäre nicht cool. Heben wir uns das auf. Sogar abgefangen. Okay, das wird immer besser. Das wird immer besser. Ich glaube, wenn sie drin bleibt, kann ich nicht runterschlecken. Okay. Mhm. Ja, also das wird man oft sehen einfach. Wie machen wir nun? Wie machen wir? Ich glaube, ich schild einfach nicht. Ich glaube, ich schilde einfach nicht und das erreiche ich noch. Ja! Ja, badabadu. Ich glaube, nun haben wir gewonnen. Nun haben wir gewonnen. Denke ich mal. Hier kann ich direkt drücken. Das war ein Gleichstand. Und mit meinem neuen Meditalis, welches ich noch nicht gepusht habe, hätte ich den garantiert verloren. Dann hätte ich einmal schilden müssen und so weiter und so fort. Also, weil eben so viele Meditalis auch unterwegs sind, der Vorteil von diesem 100er, also wirklich, Grabbit, keine Frage. PvP, IV, PvP, IV. Meditalis? Kann auch eine Mischung sein. Hohe Verteidigung, hohe KP oder sogar noch mehr. Oder will ich einfach einen 100er nehmen? Wirklich, ich gewinne so gut wie jeden Gleichstand gegen andere Meditalis. Und oft spare ich mir dadurch einen Schild, gewinne dadurch ein Matchup. Das finde ich bei dem Pokémon ist es wirklich cool. Und es fängt an zu regnen. So, wie spielen wir so eine Sache? Das ist so eine Sache. Okay. Bei Schlurpidi-Burpidi mal abgefangen. Das ist schon mal in Ordnung. Der macht nicht viel. Autsch! Soll ich hier drücken, oder? Oh, er gönnt mir die Attacke. Boah, aber das Ding... Wird das Ice-Heap haben? Naja, Siedewasser hat es auf jeden Fall dann. Wenn es nicht Ice-Heap hat, nein. Eigentlich Siedewasser. Oh, sie schildert korrekt. Na, natürlich. Oh, what? Nein, das habe ich nicht bedacht. Nicht runterfabeln! Das habe ich nicht bedacht. Leute, wer gewinnt den Gleichstand? Quapo Red der Allerechte oder ich? Vermutlich Quapo Red der Allerechte, aber ich drücke. Oh, er drückt nicht. Okay, und nun werde ich einfach nicht schilden. Juckt mich nicht. Gib mir Siedewasser, ist mir egal. Boah, ich schilde nochmal. Nein, weil ich schild. Es kommen sowieso zwei Attacken. Eine schilde ich mal nicht. Mal schauen. Oh, ich lebe noch. Die Krypto-Variante würde vermutlich nicht mehr leben. Die Krypto-Variante würde vermutlich nicht mehr leben. Na gut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entscheidung war. Aber Meditalis hat, Alola Sundama hat keine Energie mehr. Wichtiger Schild. Wichtiger Schild und nochmal werde ich nicht schilden. Ich hoffe, von deiner Energie ist es nur der Eishieb. Ich hoffe wirklich sehr. Bin mir gerade unsicher. Oh yeah, wichtig und richtig. So. What? Ein Alola Sundama vorne. Und damit kommst du rein.
Okay. Hätte ich die Energie ausgeben sollen oder aufheben? Keine Ahnung. Wieso kommst du da mit rein? Wieso? Und wieso bleibst du noch drin? Ah. Wieso ist er da mit reingekommen? Wollte mich noch auf den Arm nehmen, oder was? Vielleicht, dass ich... Ah, doch, macht schon Sinn. Doch, macht schon Sinn, klar. Macht auf jeden Fall Sinn. Das macht auf jeden Fall Sinn hier. Das war böse. Aber auch wieder hier doppelschwach gegen Charm hinten drehen. Ey Leute, Grabbit doppelt Charm würde ich. Ich sage euch, im Funcup würde ich das machen. Aber woher Grabbit nehmen und Knuddeluff? Ja, Pummeluff ist schon irgendwo mal aufgetaucht. Oder man könnte auch Granbull. Aber von Granbull bin ich in dem Team nicht so der Fan. Aber Skoppel ist einfach nicht aufgetaucht. Von daher. Ja, aber so heftige ABB-Teams und die bleiben alle drin. Klar, wenn man da gegen hart verliert vorne. Aber dennoch, Landtouren, nicht schön. Wirklich nicht schön. Und Abfahrt. Bei 5 drückt man vielleicht eher nicht, aber bei Schaufler will man auch nicht im Gleichstand, dann macht man eine Attacke davor. Hier wieder abgefangen und... Okay, Shiny. Flora-Statue. Ich... Ah. Nun kann sie schilden und runterfarmen. Oder einfach nicht schilden und runterfarmen. Ich habe echt überlegt, dass ich da schilde. Hm. Lantum Bisaflor, hatten wir das nicht heute schon? Ah, die erreiche ich noch. Okay, weil du nicht die Kryptorente bist. Oder du drückst auch. Na gut, schlechtes Timing gemacht. Egal. So, die drücken wir hier noch. Dann kommt eine Flora-Statue bei Squagler an. Und ich werde vermutlich einmal schilden müssen. Befürchte ich. Ich befürchte, da kommt noch einer an. Ja, garantiert. Die dritte hat man nach 5. Aber coole Shiny. Shiny gegen Shiny. Mit einem KP. Nein, nicht mit einem. Da sind schon 4, 5. Aber dennoch schade. Dennoch ein wenig schade. Na gut. Achso, noch was Besseres als Landtouren oder kommt wieder Landtouren? Landtouren kommt hinein. Und wir hoffen einfach. Na komm, ich habe schon lange kein Bolterus oder so gesehen, oder? Guter Schild. Und danach hau ich ab, oder? Ja, ich hau ab. Wieder schauen und reingehauen. Sagen wir dann. Beim Schilden bin ich mir bei Meditalis immer unsicher, weil das hält sowieso so viel aus, aber keine Ahnung, der Kampf ist auch bald vorbei. Ah, nicht gut. Nicht gut. Aha. Ein Serpi Royal. Landtouren, Doppelpflanze. Hm. Na, du bist schon bei der Hälfte. Du bist auf jeden Fall bei der Hälfte. Ich glaube, das könnte knapp werden. Ich will... Ich drücke direkt. Ich drücke direkt. So. Ich habe hier noch Sofortattacken. Druck. Und dann, wenn du hier dann Energie ausgibst, habe ich drüben vielleicht auch noch ein paar Sofortattacken. Ich glaube, das könnte klappen. Oh ja, haben wir gewonnen. Gut. Na gut, gut, gut. Landtourenführungen, ich weiß gar nicht, wie die wären, wenn ich die mit Schilden ausspiele. Aber Schaufler benötigt schon immer viel mehr Energie als ein Surfer und ja, da weiß ich nicht so recht. Da gehe ich lieber, wenn man es schafft, dass man abfängt, gehe ich da lieber in Schlurp rüber, immerhin das defensive Pokémon die Energie einfach absaugen, wie ich immer so schön sage und dann geht das schon klar, oder? Genau, ich sage immer Legende. Mit Legende meine ich einfach nur der Rang, den ihr erreichen könnt, wenn ihr euch wirklich bemüht. Ich drücke direkt. Na genau, da meine ich einfach nur den Rang, den ihr erreichen könnt, wenn ihr euch wirklich bemüht. Und Experte, das komplette Outfit, auch cool. Na, kann man wagen. Eigentlich würde ich in Schlurp, aber wegen Kraftkoloss nicht. Wegen Kraftkoloss nicht und... Ich glaube, weil er so getimed hat, erreiche ich nochmal Aeroas, wenn ich nicht schilde.
Oh yeah, komm schon. Oh, weil er mir die komplette Sofortattacke geschenkt hat. Danke dir. Hinten drehen eventuell Stahl. Da wäre ich dann mit Meditalis... Oh, er schildert doppelt einfach. Ich glaube, ich gehe in Meditalis rein. Auch wenn ich gerade gesagt habe, hinten drehen eventuell Stahl, aber... Dann muss ich keinen Kraftkoloss befürchten. Ich drücke natürlich nicht im Gleichstand, okay. Ich glaube, habe ich Schilde, weil ich könnte mir schon vorstellen, hinten drin irgendwie ein bisschen so. Bisschen so Action, Schmäckchen. Aber die Feuerodem, die tun auch schon weh. Er bleibt auf jeden Fall drin, weil er Schere, Stein, Papier benötigt, weil er hat ein Stahl-Pokémon, da bin ich mir sicher. Ach nö. Leute, hört auf, euch zu überlegen, was die Gegner hinten drin haben. Krypto-Dragoran mit Zubiris. Bitte, du siehst mein Team von gestern und klickst einfach links oben. So direkt. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Das kann doch keiner ernst meinen. Krypto-Dragoran? Das kann doch keiner ernst meinen. Hört auf, euch zu überlegen, was die Gegner hinten drin haben könnten. Es macht keinen Sinn. Null. Danke, dass du das noch schaffst. Das war wirklich top. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Krypto. Drago. Krypto vor allem. Ich glaube, 4 Charm überlebt so ein Ding. Mhm. Oh, schade. Ich wollte vielleicht abfangen. Krypto-Dragoran mit Zubiris, ey. Da will man irgendwie... Würde man echt gern gewinnen gegen so jemanden, aber ey. Die Leute kommen ungestraft davon. Krypto-Dragoran, Zubiris. Aber, hey, ABA, er hatte ein Fiaro drin. Und Fiaro gewinnt ja gegen Alola Vulnona. Von daher, holt er einfach Fiaro rein und dann, das Alola Vulnona so... Was mache ich nun? Was macht denn Alola Vulnona nun hier gegen Fiaro? Holt man vielleicht das Wasser-Pokémon rein? Welches immer bei Alola Vulnona hinten drin ist? Ey Leute, wirklich, ihr glaubt, ich mach Späße. Das ist in jedem Team, aber ich glaube, den Kampf hätte ich gewinnen können. Wieso hat er dann noch die Nitro-Ladung abbekommen? Das war schade. Aber okay. Und ich so, ja, garantiert, ja, da schilde ich hier, weil da kommt noch Stahl und so weiter und so fort. Da schilde ich einfach eine Drachenklaue, die sowieso relativ wenig Schaden verursacht. Und dann nochmal schwach gegen Charm. Ich glaube, ich träume. Ich glaube, ich träume aber komplett. Aber das Team ist, glaube ich, echt cool. Ich glaube, das kann man schon verwenden. Definitiv. Und ich bräuchte hier schon eigentlich. Das wäre schon nicht schlecht. Naja, auf der anderen Seite hat Tektos ja auch Wasserattacken gegen Skorgler. Aber die Dunkelklauen... Gegen meinen Militalis, die wären auch nicht so fein schwierig gerade. Tektos ist ein bisschen nervig. Tektos wirklich ein bisschen nervig, aber dass es Fiaro noch da mit ein paar KP überlebt hat, war auch schade. Dann hätte ich nämlich gewonnen andernfalls. Na gut. Okay. 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 Na gut. Das werden wir, glaube ich, auch verlieren. Das werden wir offenbar auch verlieren. Wenn ich das hier richtig sehe. Ja. Wie viele Attacken haben wir heute abbekommen, weil der Gegner noch einen halben KP hatte. Oh, Schere, Stein, Papier wäre gut gewesen, glaube ich. Obwohl, ich weiß gar nicht. Nein, wir bleiben einfach, wir machen das so. Das ist auch nicht so schlecht. Nur ich hätte gerne noch mehr KP gehabt. Das ist nur die Sache. Aber Typ Flug wäre gegen Tektos schon guter Schaden. Egal. Wir werden... Wir werden schilden. Wir
werden schilden. So. Vermutlich doof, aber... Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Ich schaffe garantiert nur eine Attacke. Und vielleicht noch irgendwie so eine Sofortattacke drüben. Keine Senkung, das war mal wichtig. Das war mal wirklich wichtig. Oh. Eventuell, Leute. Ich glaube, unentschieden. Unentschieden könnten wir noch machen, wenn sie drüben keine Attacke hat. Oh. Bitte keine Attacke. Ja. Gut, das war relativ knapp. Das war schon relativ und sehr knapp. Aber ich wollte bei Schlupp da nicht chillen. Ja, ging in Ordnung. Das ging in Ordnung. Also, stabiles Team definitiv. Aber ich denke mal, das weiß man auch, wenn man diese drei Pokémon sieht. Ich glaube, das wäre ein Fun-Cup-Team. Kann man schon wagen und machen.